Hi, hier bin ich wieder. Emma, falls du meine Stimme schon wieder vergessen hast. Meine ersten Tage in Hanford und Bagley habe ich hinter mich gebracht. Ganz allein. Ich bin schon ein kleines bisschen stolz darauf, obwohl ich bisher kaum nette Leute getroffen habe. Also ja, es geht mir okay. Einsam bin ich schon, aber allzu lange werde ich wohl kaum einsam bleiben. Falls du es nicht mitbekommen hast, ich bin schwanger. Und der Vater meines Kindes, der ist noch in San Myshuno. Nach einem unserer vielen Streits bin ich einfach gegangen. Manchmal frage ich mich, ob er noch an mich denkt. Gehört habe ich von ihm seitdem jedenfalls nichts mehr. Ob er mich wohl vermisst? Aber für so etwas habe ich in Wahrheit gar keine Zeit. Denn heute geht es auf zum Ultraschall. Und dann werde ich endlich erfahren, welches Geschlecht meine zukünftigen Kinder haben werden. Mein zukünftiges Kind, meine ich natürlich. Hallo, ich bin Eljenix und das ist der zweite Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Also, herzlich willkommen zum zweiten Part meiner 100 Baby Challenge. Bevor ich irgendetwas anderes sage, möchte ich mich erst einmal bedanken. Danke für jeden einzelnen Kommentar und für jedes Like. Ich habe mich so unglaublich gefreut. Und da euch meine Geschichte so gut gefällt, machen wir natürlich gleich weiter. Nur zur Info, es wird jetzt jeden Montag ein neues Video dieser Challenge kommen. Donnerstags kommen Videos über Mods, Custom Content und Tipps und Tricks, je nachdem, was mir gerade einfällt. Aber ich bereite derzeit auch schon ein zweites Let's Play vor. Viel mehr möchte ich dazu jetzt noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall etwas Übernatürliches werden. Wenn du immer genau wissen möchtest, wann welches Video kommt, schau am besten auf meinem Instagram vorbei oder auch auf meinem Discord-Server. Da lade ich grundsätzlich einmal die Woche einen Wochenplan hoch. Aber zurück zur Challenge. Was ist im letzten Part passiert? Eigentlich ist ja tatsächlich noch gar nicht so viel passiert und ich habe euch das Ganze ja wieder in einem kurzen Intro zusammengefasst, damit ihr up to date seid. Das werde ich übrigens in jedem Video so machen. Lasst mir am besten in den Kommentaren da, was ihr davon haltet. Und ja, dann hätte ich gesagt, starten wir am besten gleich einmal ins Spiel. Wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr früh und Emma ist gerade am Frühstücken. Also sie ist tatsächlich fast ausgeschlafen und wie immer hat sie die ganze Zeit Hunger. Deshalb ist sie jetzt, glaube ich, schon ihr drittes Frühstück oder so. Ja, schwangere Sims müssen eben die ganze Zeit essen. Aber jetzt wird sie sich noch schnell um ihren Garten kümmern. Dann bewässern wir hier einmal die, was sind das? Karottenpflanzen. Alles andere ist nämlich außerhalb der Saison. Aber wir gießen das einfach trotzdem. Ja, wir brauchen nämlich so schnell wie möglich einen erfolgreichen Garten, damit wir sehr viel Geld haben. Unter den Kommentaren habt ihr mir empfohlen, dass ich ein Dach über den Garten mache. Prinzipiell eine sehr gute Idee, aber leider fehlt uns dazu momentan das Geld. Wir haben nämlich nur 158 Simoleons und da sollten wir uns erstens ganz dringend einen Herd kaufen. Und dann brauchen wir noch 75 Simoleons, damit wir zum Gynäkologen gehen können. Genau, 75 Simoleons. Das werden wir in diesem Part hoffentlich schaffen. Sie ist nämlich schon im zweiten Trimester. Aber bevor wir dorthin gehen, müssen wir noch ein wenig Geld verdienen. Ich möchte nämlich auch so schnell wie möglich die ganzen Babysachen kaufen, weil ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit und bevor das Baby kommt, sollten wir schon einige Sachen vorbereiten. Ach ja, genau. Unter den Kommentaren stand auch noch, ich soll die Tür abschließen. Tür abschließen für jeden außer Familienmitglieder, damit uns Flat nicht besuchen kommen kann. Übrigens, ein paar von euch wollten auch wissen, wie das Haus in der Galerie heißt. Ich habe es jetzt hochgeladen. Meine EA-ID ist Eljenix, also genau wie mein YouTube-Name. Sollte also nicht so schwer zu finden sein. Aber nun werden wir uns einmal in Hanford und Bagley umsehen und schauen, ob wir diesmal irgendwelche coolen Sachen finden können. Starten wir wieder hier im Nationalpark. Und natürlich reist sie alleine. Und hier sind wir. Hoffentlich finden wir diesmal einige Sachen, die wir gebrauchen können. Okay. Gut, dann schauen wir uns einmal um, was wir hier so finden können. Hier wächst etwas. Was ist das? Eine Schokobeere. Perfekt, Schokobeeren sind unglaublich viel wert und daraus können wir dann nämlich auch Schokoladensirup machen und das können wir dann teuer verkaufen. Das ist sehr gut. Was gibt es hier noch? Auch hier gibt es eine Schokobeere. Die können wir irgendwie nicht abernten. Okay, keine Ahnung warum. Schauen wir noch ein bisschen weiter.
Warum gibt es hier keine Pflanzen? Graben, hier können wir graben. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Hier gibt es dann auch noch jede Menge Menschen, die wir kennenlernen könnten. Aber dafür haben wir leider keine Zeit. Hier ist Essen. Und es ist tatsächlich noch gut. Gut, dann essen wir dann diese Würstchen und Bohnen. Hier gibt es auch Essen. Das haltet noch 8 Stunden. Können wir das einpacken? Gut, das packen wir dann in Lunchpaket ein. Dann können wir es zu Hause in den Kühlschrank geben und dann haben wir noch länger was davon. Sieht so aus, als gäbe es momentan nichts mehr zum Ernten. Aber zumindest eine Schokobeere haben wir. Da ist jetzt die Frage, ob wir dann Schokoladensirup herstellen oder ob wir sie anpflanzen. Ich glaube, es wäre tatsächlich klüger, wenn wir sie anpflanzen, weil dann haben wir in Zukunft mehr davon. Auch hier können wir graben. Wohnt hier oben eigentlich jemand? Nein, da wohnt gar keiner. Eigentlich ist das ja mein Lieblingsspot und ich liebe auch dieses Haus. Aber irgendwie ist dieser Bauplatz für eine 100 Baby Challenge einfach zu klein. Und Emma isst jetzt hier die Würstchen und Bohnen. Würstchen und Bohnen heißt das so? Ja. Yeah. Gut, und dann werden wir es ins Lunchpaket stecken. Da haben wir ja Essen für eine Woche. Einen Kalkstein. Was haben wir bisher gefunden? Da sind die Würstchen und Bohnen, die lassen wir noch im Inventar. Die Schokobeere werden wir auch einpflanzen. Fossilstein, den können wir doch nochmal extrahieren. Hier. Ein versteinertes Ei. Das verkaufen wir, 70 Simoleons. Dann haben wir noch 2 gewöhnliche Tuningteile, auch die verkaufen wir. Und die 2 Sachen können wir leider nicht verkaufen. 248, okay, wir brauchen aber noch ein wenig mehr Geld. Gut, dann schauen wir noch hier zum alten Mühlweg. Ich glaube, da gibt es auch immer ein paar Sachen, die ganz nützlich sein können. Oh, da ist ein Fuchs. Aber wir haben keine Zeit für Füchse. Wir haben auch keine Zeit für andere Sims. Wir brauchen einfach ganz schnell ganz viel Geld, bevor die Kinder kommen. Wer bist du? Lily Fang. Nein, auch für dich haben wir keine Zeit. Hier können wir nach Fröschen suchen. Hier können wir graben. Auch hier können wir graben. Sie ist so langsam, weil sie schwanger ist. Und das geht ihr mittlerweile leider auch schon ziemlich schlecht. Also bald sollten wir nach Hause. Okay, wir haben einen Blattfrosch gefunden. Den verkaufen wir einfach auch gleich einmal. 10 Simoleons. Naja. Eine Zeitkapsel. Mysteriöse Zeitkapsel. Und die eine Sache werden wir jetzt noch ausgraben und dann müssen wir schnell nach Hause. Oh Gott, ja, wir müssen sehr schnell nach Hause. Schnell, du musst graben. Oh oh, oh oh. Das ist gar nicht gut, wenn es dir so schlecht geht. Einen Kalkstein, so. Und jetzt fahren wir ganz, ganz schnell nach Hause. Ganz, 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 ganz schnell. Ich habe nämlich auch einen Mod im Spiel, wo bei den Schwangerschaften dann etwas schief laufen könnte. Und das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Okay, dann gehen wir ganz schnell aufs Klo. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Und dann muss sie ganz schnell etwas essen. Essen wir am besten einmal die Würstchen und Bohnen. Und dann darf sie tatsächlich ein kleines Nickerchen machen. Immerhin ist sie wirklich müde und es geht ihr absolut nicht gut. Und wir müssen auf sie aufpassen. Gut, was haben wir noch gefunden? Eine Zeitkapsel. Die lasse ich am besten geschlossen und verkaufe so 70 Simoleons. Und dann noch einen Fossilstein, aber den können wir extrahieren. Wieder ein versteinertes Ei. Das bringt uns 70 Simoleons. Okay, aber bevor du schlafen gehst, wirst du noch die Schokobeere einpflanzen. Und zwar hier. Pflanzen. Gerade haben wir eine SMS von Gabriel bekommen. Emma, ich habe noch eine Eintrittskarte für die angesagteste Oper der Stadt übrig. Aber wir müssen sofort los. Kommst du mit? Okay, also gerade hat sich tatsächlich Gabriel wieder bei Emma gemeldet. Ich bin mir jetzt aber nicht wirklich sicher, ob er tatsächlich von einer Oper geredet hat. Er sieht nicht unbedingt nach dem Typ Mensch aus, der zu einer Oper geht. Vermutlich wollte er sie einfach zu irgendeinem Konzert mitnehmen. Vielleicht spielt ja sogar er selbst. Aber auf jeden Fall ist das nicht unbedingt ein Ort für eine hochschwangere Frau. Deshalb ignorieren wir das jetzt einmal ganz einfach. Spricht ja nicht unbedingt dafür, dass er sich gebessert hätte. Während sie schon tief und fest schläft, können wir ja mal schauen, ob wir uns schon einen Ofen leisten können.
235, perfekt, dann verkaufen wir das einmal und dann haben wir jetzt endlich auch einen funktionierenden Ofen. Also wir können jetzt endlich tatsächlich auch Sachen zubereiten. Okay, wir können nur Makaroni und Käse zubereiten, weil ansonsten haben wir keine Zutaten. Aber es ist ja immerhin besser als nichts. Jetzt haben wir 7 Uhr früh, die Nacht war nicht sonderlich ereignisreich. Sie ist etwa zweimal aufgewacht, weil sie Hunger hatte und dann hatten wir leider auch noch einen kleinen Unfall. Deshalb fühlt sie sich jetzt auch sehr beschämt. Ja, wir brauchen übrigens sehr dringend eine Dusche, denn nur mit dem Händewaschen kommen wir leider nicht sonderlich weit. Auf jeden Fall ist sie mittlerweile schon im dritten Trimester. Das heißt, es kann jeden Moment soweit sein und deshalb schicken wir sie jetzt ganz schnell zum Gynäkologen. Nein, sie nimmt Gabriel nicht mit, auch wenn er sich gestern bei ihr gemeldet hat. Ich glaube nicht, dass er soweit ist. Auf jeden Fall, Emma verschwindet jetzt zum Gynäkologen. Sie ist wieder da. Emma ist zurück von ihrem Gynäkologentermin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Gleich erfahren wir, welches Geschlecht das Baby hat. Ich bin schon so gespannt. Ich hoffe nur ehrlich gesagt, dass es keine Zwillinge werden, weil wir haben jetzt ja noch absolut keine Mittel und das wäre sehr, sehr stressig. Gut, platzieren möchte ich die Ultraschallergebnisse hier an ihrer Schlafzimmerwand, also genau neben dem Bett. Aber bevor wir uns das Ergebnis jetzt genauer anschauen, noch einmal ganz kurz wegen den Babynamen. Und zwar, ich habe im letzten Video ja angekündigt, dass ich gerne so Kategorien hätte und ihr habt so unglaublich viele verschiedene Ideen gehabt, also ich war wirklich begeistert. Meine eigentliche Lieblingsidee war sofort das Kommentar mit den Edelsteinen, also ich habe mir schon vorgestellt, dann haben wir eine Crystal und eine Amber und eine Copper, aber dann fiel mir auf, irgendwie klingt das so gar nicht nach Emma, also mehr nach High Society Kindern und das passt nun wirklich gar nicht zu diesem Farmleben, das Emma jetzt gerade führt. Und dann habe ich gleich weitergedacht und vielleicht könnten wir ja in der zweiten Generation die 100 Baby Challenge mit einer Gold Digger Challenge mischen und dann würde es eben voll gut passen, wenn alle Kinder so diese edlen, reichen Namen haben. Aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt für die Kategorie Pflanzen entschieden, also auf jeden Fall alles, was Blumen betrifft, was Bäume betrifft und auch sonst alle möglichen Gewächse. Da gibt es nämlich unglaublich schöne Namen und ja, deshalb habe ich mir gedacht, das würde ganz gut passen. Und anhand der Likes glaube ich auch, dass euch diese Idee am besten gefällt. Macht euch bereit, gleich erfahren wir das Geschlecht des Babys und ich freue mich schon unglaublich auf eure Namensvorschläge. Also wirklich jeder, der eine Idee hat, bitte in die Kommentare. Wir werden in dieser Generation jede Menge Kinder bekommen, also brauchen wir auch noch für später jede Menge unterschiedlicher Namen. Aber gut, jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Und zwar, hier sehen wir das Ergebnis und ich hänge es gleich auf. Oh mein Gott. Sind das 3 Babys? 3? Ich hatte in die Sims 4 noch nie Drillinge. Also zumindest noch nie, ohne zu cheaten. Wow, anscheinend sind Emma und Gabriel sehr, sehr fruchtbar. Oh Gott. Ja, 1, 2, 3, das sind eindeutig 3 Babys. Und jetzt erfahren wir dann noch die Geschlechter. Es werden höchstwahrscheinlich 3 Mädchen. Oh, wir bekommen 3 kleine Mädchen. Ich freue mich, aber ich habe Angst, aber ich freue mich. Also, wow, das wird anstrengend. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Wow, 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 wow. Drillinge. Also bitte jede Menge Mädchennamen der Kategorie Pflanzen in die Kommentare. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann jetzt auch schon beenden. Emma ist nämlich schon im dritten Trimester und ich möchte auf keinen Fall, dass die Babys kommen, bevor ich eure Namensvorschläge lesen konnte. Und dann sind wir jetzt schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich bin ehrlich gesagt noch immer ein bisschen schockiert, dass wir tatsächlich Drillinge bekommen. Drillinge. Also ich finde in die Sims 4 ein schreiendes Baby schon unglaublich anstrengend. Aber jetzt haben wir nicht eines. Nein, jetzt bekommen wir 3. Also wie gesagt, erstens brauche ich von euch bitte jede Menge Vorschläge für Namen. Also Mädchennamen in der Kategorie Pflanzen. Und dann brauche ich bitte noch jede Menge Tipps, wie Emma das jetzt mit den Drillingen anstellen soll. Immerhin haben wir absolut kein Geld. Also ja, ich brauche bitte jede Menge Tipps von euch. Und außerdem würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist, dass Gabriel mit uns in die Oper gehen wollte. In die Oper? Wie ihr seht, ich bin gerade ein wenig überfordert, aber trotzdem freue ich mich natürlich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!